Für was steht die Arbeiterkammer für Sie? Gute Frage. hilft im Endeffekt bei Fragen im Endeffekt für Mitarbeiter, Rechtsschutz, solche Geschichten. Ja, die Rechte. Die Arbeiterrechte. Für die Arbeiter soll das halt zumindest sein. Überprüfen wir Lohnabrechnung. Die Arbeiterkammer sollte eigentlich dafür da sein, für die Arbeitnehmer Rückgrat zu bilden. Das ist das, was ich mir eigentlich vorstelle. Die Vertretung der Arbeitnehmer und in jeder Hinsicht eben, dass die für die Arbeitnehmer eben die besten Dinge bei den Unternehmern herausholen. Die Arbeiterkammer steht für mich für die Arbeiter, dass die Arbeiter eigentlich zu ihrem Recht kommen. Ja, wenn ich jetzt Probleme zum Beispiel habe in der Arbeit, kann ich mich an denen wenden und die helfen mir. Arbeiterkammer brauchen wir, gar keine Frage. Genauso wie die Gewerkschaft. Aber mit dem Pflichtbeitrag, das ist ein großes Fragezeichen zu machen. Nicht? Aber sie tun viel, das muss man sagen. Ich würde sagen, Unterstützung von Arbeitnehmern. Und ja, eben, man könnte sogar sagen, Schutz und Hilfe. Da kann man als Vertreter der Arbeiter. Ich habe sie noch nie gebraucht. Boah, keine Ahnung. Dass sie für einen da ist, wenn man sie braucht. Ah. Eigentlich nie darüber nachgedacht. Ja, aber da kann man. Wenn sie brauchst, ist sie gut. Wenn sie nicht brauchst, nachher ist es eigentlich... Ist auch gut. Ja, ist auch gut. Ist besser, wenn man sie braucht.